Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Kollegin Werner, ich habe die Debatten im Deutschen Bundestag, wenn es um Behindertenpolitik ging, immer so verstanden, dass wir uns bemüht haben, möglichst viel an Gemeinsamkeiten zu finden, um den Menschen zu dienen. Das Thema eignet sich nicht zur Skandalisierung, weil sie die Menschen in die Irre führen. Wenn wir nichts gemacht hätten, wäre das dann besser? Würden wir dann den vielen Menschen, die Verbesserungen haben, dann die Verbesserungen besser nicht geben? Wenn wir gar nichts tun würden, was glauben Sie denn, welche Konsequenzen das für die Menschen hätte? Wissen Sie, ich würde mir von Ihnen wünschen, auch wenn Sie in der Opposition sind, auch wenn Sie die Lebenssituation der Menschen skandalisieren, bitte nicht so mit Emotionen von Menschen mit Behinderungen spielen und sie in die falsche Richtung lenken. Kein Mensch hier in diesem Haus will die Situation der Menschen mit Behinderungen verschlechtern. Und deswegen lassen Sie mich in aller Kürze darauf hinweisen, dass es sich nicht um ein Spargesetz handelt, wie Sie hier falsch dargestellt haben. 700 Millionen geben wir zusätzlich aus, ab 2020 dann jährlich 700 bis 800 Millionen. Die Kommunen haben wir um 5 Milliarden Euro für die Eingliederungshilfe entlastet und werden sie weiter entlasten. Sie können beim besten Willen nicht sagen, dass wir hier ein Spargesetz machen. Meine Damen und Herren, worum geht's? Es geht darum, dass wir die Behindertenpolitik modernisieren. Wir wollen gesellschaftliche Teilhabe fördern und wir wollen mehr Selbstbestimmung ermöglichen. Und wir wollen weiter die UN-Behindertenrechtskonvention umsetzen, über das hinaus, was Deutschland bereits weltweit vorbildlich leistet. Meine Damen und Herren, wer ist eigentlich von den Neuregelungen betroffen? Es sind 10 Millionen Menschen, die einen Schwerbehindertenausweis haben. Darunter sind körperlich Behinderte, Menschen, die im Hören und im Sehen beeinträchtigt sind, Sprachbehinderte, seelisch Behinderte und psychisch Behinderte, geistig Behinderte, denen man die Behinderung oft übrigens nicht ansieht, Menschen mit angeborenen oder erworbenen Behinderungen, Mehrfachbehinderte, Behinderte, die weitestgehend auch finanziell für sich selbst übrigens sorgen können, wenn auch mit technischer Hilfe, zum Beispiel einem Rollstuhl. Behinderte, die das nicht können und permanent auf stationäre oder ambulante Hilfen angewiesen sind. Behinderte, die in ihren Familien leben oder in den unterschiedlichsten Wohnangeboten. Behinderte, die in Werkstätten, etwa 300.000 sind es, oder Integrationsbetrieben arbeiten. Sie alle sind betroffen. Und es macht deutlich, es ist nicht eine homogene Zielgruppe. Die Lebenssituation der Menschen ist höchst unterschiedlich. Und sie erwarten alle von uns, dass wir ihnen in ihrer jeweiligen spezifischen Lebenssituation helfen. Und die jetzige Diskussion, die wir haben, ist davon geprägt, dass nahezu jede einzelne Gruppe zu uns kommt und ihre Partikularinteressen sieht und mit ihren einzelnen Interessen zu uns kommt und diese individuelle Lösung will. Und da gerät auch oft der Staat, übrigens auch in seinem Organisationsvermögen, leicht an seine Grenzen. Und unsere Aufgabe in der Politik besteht darin, die Dinge zu einem Ausgleich zu bringen und zusammenzuführen. Das ist wahrhaftig mühsam genug, wenn wir den Menschen gerecht werden wollen. Und in dieser höchst komplexen Situation möchte ich zunächst einmal einen ganz herzlichen Dank an das Bundesarbeitsministerium, an die Bundesarbeitsministerin sagen, vor allem aber auch an die parlamentarische Staatssekretärin Gabriele Lösekuch-Möller, die mit einer hohen Sensibilität den bisherigen Dialog sowohl innerhalb der Parteien und innerhalb der Fraktionen als auch mit den Betroffenen organisiert und gestaltet hat. Und zwar ohne marktschreierische Aussagen. Dafür bin ich dankbar. Und wir erleben einen Prozess, der in der Tat, und da hat diesmal Frau Werner richtig darauf hingewiesen, in einer breitesten Form stattfindet, im Internet und durch die Darstellung auf der entsprechenden Homepage des Bundesarbeitsministeriums. Und ich will gar nicht verheimlichen, dass ein solcher breiter Dialogprozess dann auch die Erwartungen weckt,
als würden alle Wünsche, die dort geäußert werden, auch alle befriedigt werden können. Das ist der Punkt, der so nicht funktioniert. Deswegen glaube ich, dass es vielleicht Enttäuschungen gibt. Ja, die wird es geben, weil die Wünsche, die man hat, nicht in dem Maße umgesetzt werden können, wie man sie will. Aber so ist das Leben. Ich kann nicht alle Wünsche 100-0 umsetzen. Und wenn sie nicht 100-0 umgesetzt sind, ist alles Mist. Ich glaube, wir werden uns daran gewöhnen müssen, miteinander zu kommunizieren, dass das, was wir hier tun, auch für die Menschen mit Behinderungen, ein wichtiger Schritt ist. Keinem soll es schlechter gehen. Sollte das Gesetz so sein, dass an irgendeiner Stelle Verschlechterungen auftreten, werden wir uns das ansehen. Und vielen wird es besser gehen. Und ich werbe sehr dafür, um das Vertrauen, dass in diesem Hohen Hause niemand ein Interesse daran hat, dass es Menschen mit Behinderungen schlechter geht. Wir wollen Integration und Teilhabe, und dafür werden wir kämpfen. Nächste Rednerin ist die Kollegin.